Hallo und willkommen zurück hier in Better Minecraft, meine Damen und Herren. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Relativ offensichtlich. Gestern kam keine Folge. Und ja, dafür möchte ich mich einfach ein bisschen entschuldigen bei euch, für jeden, der darauf gewartet hat. Und ja, ich hätte mich melden können. Habe ich dann aber tatsächlich zu spät erst gemerkt und auch vergessen. Es ist nichts Schlimmes passiert. Ich hatte keine Folgen mehr und bin nicht wirklich zum Aufnehmen gekommen. Ich war, oder bin es immer noch, bin ziemlich kaputt von der Arbeit und habe mich nicht wirklich erholen können und alles und ein bisschen stressig gewesen. Und ich habe ehrlich gesagt dann auch nicht so viel Lust gehabt. Weiß ich nicht. Ich hatte einfach auch zu wenig Bock, um zu sagen, yo, ich hock mich jetzt hierher und nehme das für euch auf und ja, weil ich gar keine Lust dazu. Heute ist es schon wieder ein bisschen anders da. Meine Motivation hält sich trotzdem noch ein bisschen in Grenzen, einfach weil ich weiß, auf was, ja, was auf mich zukommt und ich da halt nicht so viel Lust drauf habe, aber ich weiß, dass ich es machen muss, deswegen, ja, ist das kein Ding. Nur wollte ich heute nicht auch noch eine Folge ausfallen lassen, deswegen ja, nehme ich jetzt auf, damit ihr Bescheid wisst. Weil heute sind geplant und ich habe, oh Gott, falsch, ich habe schon ein bisschen was im Inventar. Heute ist nämlich geplant, die ersten Einrichtungen fertig zu machen und dann zu schauen, inwiefern wir vielleicht Glück haben und ein paar oder noch einen zweiten Villager zu bekommen. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Und ich dachte mir, wir fangen mit dem kleinen Häusle hier oben an und gehen dann hier runter. Ich habe jetzt kurz offscreen den Boden gelegt, dass die Schmiede endlich fertig ist und habe gesehen, dass wir bei Table noch einige andere Sachen haben. Also den Foragers Table, den wusste ich ja vorher. Dann haben wir aber noch den Combustion Table. Keine Ahnung, was der kann. Den haben wir noch und wir haben noch einen, glaube ich, oder habe ich gesehen? Jo, die Drehscheibe. Ich weiß nicht, ob das alles ja auch dann Berufe sind. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Dennoch hätte ich gesagt, die Drehscheibe passt auch gut ins Sägewerk rein. Dann ist es einfach sozusagen unsere Werkstatt. Und bei dem hier weiß ich nicht genau, was es ist. Ich weiß nicht genau, was es ist. Man macht es mit Silber. Drum, ich hätte sonst gesagt, kommt auch in die Werkstatt. Aber ich bin mir da einfach nicht sicher, weil ich nicht genau weiß, was es ist. Ich weiß auch nicht, wie man diese, ja, Guards bekommt, die Wachen. Ja, Wache finde ich nicht. Guard. Ne, finde ich nichts. Das ist ein bisschen blöd, weil ich weiß nicht, mit was die spawnen. Deswegen, ja. Gut. So viel dazu. Hilft nichts. Wir fangen an. Ich weiß generell nicht, weil wir nicht so viel Platz haben, wie ich es am besten haben möchte. Wahrscheinlich aber schon, dass es so im Eck ist. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit M drücke. Dann nehmen wir das Bett noch. Schauen wir mal, wie es hier mit den Gemälden aussieht. Oh, ich kann mir aussuchen. Aha, und es gibt neue. Das ist sehr cool. Das weiß ich schon, wo ich es hinhaue. I love Minecraft. Und Glumanda einfach, hä, okay. Wild. Boah. Das ist jetzt natürlich interessant, dass es hier einige neue gibt. Ja, da gibt es keine zwei Meinungen. Nachdem ich das gesehen habe. Okay, dann haben wir das. Wir haben ein paar Bücherregale, falls wir welche brauchen.
Sagt, dann nehmen wir hier die Tische. Mal hier so einen Tisch rein. Und nehmen die Stühle dafür, damit die sich auch irgendwie hinsetzen können. Ja, gut. Was zum Draufpacken habe ich jetzt nicht mehr genommen. Beziehungsweise, ich habe auch nichts gefunden, gerade auf die Schnelle. Von dem her machen wir da nichts. Aber Salz. Ah. Ist jetzt die Frage. Hier noch so ein Regal vielleicht reinmachen? Ich meine, warum nicht? Da kommt ein Bücherregal drauf. Stimmt, die habe ich auch noch. Ach, stimmt, die kann man auch hinhängen. Das habe ich nicht mehr gedacht. Kann ich hier? Ja, geht auch so. Okay, dann machen wir das so. Mal eine ganz eigene Kreation. Oh Gott, das ist so schrecklich, weil es ein Durcheinander ist. Ja, gut, aber ich glaube, damit bin ich erstmal zufrieden. Abgesehen davon hätte ich gesagt, dass man hier hinten noch hier hin machen kann. Oder können wir nur große Blumen rein, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube hier drin. Ah doch. Machen wir einfach hier eins hin. Ja. Genau, Blumen brauche ich halt dann noch. Und irgendwie ist es mir ein bisschen dunkel. Deswegen vielleicht. Wir haben auch keine Laterne jetzt dabei, ne? Na, na, na. Wenn ich, okay, nehme ich mit. Dann kann man die platzieren. So, gehen wir erstmal hier rein. So. Wie viele Fische habe ich hier draußen? 2, 3, 4, 5. 5 ist natürlich wieder eine super Zahl von mir gewesen. Machen wir einmal so. Einmal so. Dass wir auf jeden Fall auf jeder Seite zwei mindestens haben. Da müssen wir schauen, inwiefern wir auch hier vielleicht so einen kleinen, aber feinen Tresen reinmachen. Habe ich jetzt wieder die Blöcke nicht dabei? Hä? Ich dachte, die hätte ich safe mitgenommen. Naja, okay. Gut, das hilft da nichts. Aber. Ja, aber. Das ist die Frage. Also, wo ist er? Wo ist er, der gute Fischi? 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 Bin blind? Ich bin bestimmt blind. Ach, das war das. Oh Gott. Oh. Ja, das passt da natürlich hier rein. Okay, hier haben wir anscheinend mehr Möglichkeiten oder so. Der ist auch. Nee, aber ich brauche jetzt den Fisch. So. Macht ja einfach am meisten Sinn auch einfach bei uns. Dann hätte ich gesagt, hier einmal die Wellen und das Meer vielleicht. Und da auch nochmal irgendwie was. Haben wir nochmal irgendwie. Das wäre nochmal ein bisschen Wasser. Ah. Berge gibt's. Ach da! Ja, da sind auch nochmal Fischis. Hier kommen, nehmen wir die Fischis. Da muss halt in den Fischladen rein, ne? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Passt.
Das ist gut. Hier hinten. Hätte ich auch gesagt, nehmen wir die hier. Finde auch, dass sie sich hier hinsetzen sollten, können, tun, wie auch immer. Dem ja. Machen wir das auch so. Das ist sehr, wie sag ich, sehr symmetrisch gerade. Bin ich eigentlich nicht so Fan von. Aber geht auch, glaube ich, so. Und mir so eine Reihe drüber, dass sie es gemütlicher haben. Hier brauchen wir auf jeden Fall auch nochmal Helligkeit irgendwie weiter unten. Das mit dem neuen Shader halt ein bisschen blöder. Ja, mei, da kann man jetzt auch nicht viel machen. Ansonsten fällt mir auf, ich habe kaum irgendwie Möbel. Gibt es sowas wie einen Tresen? Ja, es gibt Tresor, es gibt einen Tresor. Eine Schulkerkiste. Oh. Okay. Wild zu wissen. Ich weiß gar nicht, Mann, wie man den Regal. Gibt es irgendwie sowas? Ja, Bücherregale. Na, wir haben ja normale Regale. Stimmt. Flaschenregale. Käseregal. Ja gut, das kommt natürlich dann alles rüber. Ja, nee, das ist alles Müll. Tisch haben wir auch nicht mehr gehabt, ne? Gut, weil ich irgendwie so überlege, so nachttischmäßig herzubringen. Müssen wir noch schauen. Ich muss sowieso, warte mal, ich schaue mal jetzt ganz schnell. Weil ich brauche einfach noch ein paar andere Sachen. Das ist mir viel zu wenig Abwechslung. Sind wir ja gleich drüben. So, wart ihr da? So, euch brauche ich. Dann, nichts sieht aus wie ein Nachttisch. Wirklich gar nichts. Blumentopf vielleicht. Hier brauchen wir. Wir haben keine Laternen. Und keine stinknormalen Laternen mehr. Ah doch. Nicht eigentlich blind? Sagt sie ja nicht. Passt's bloß auf da. Okay. Gut. Aber das haben wir irgendwie vielleicht. Weiß nicht, in einer anderen Kiste hier. Aber wir haben die Kommoden, aber die. Passt halt da gar nicht rein. Wir haben auch hier. Doch, wir haben eine normale Kommode. Aber aus Kieferbrettern müssten wir die machen. Wir haben noch Kieferholz. Bin ich blöde? Ach du Schande. Ja, da kann jetzt Kiefer dabei sein und ich weiß es nicht. Kiefer. So schaut es aus. Ja, ist das. Haben aber nicht viel. 24. Crazy. Ja, komm. So. Wie war das? Was haben wir denn da noch? Achso, das Totem, ja. Wie blöd. Kommode.
Ich war anscheinend wirklich blöd. Also jetzt so, oder wie? Ja. Okay. So, haben wir ein bisschen was gemacht. Weil die sind dann natürlich nochmal ganz cool, wenn wir die haben. Und das als Nachttischchen nehmen. Blumen brauchen wir halt auch, ne? Blumen brauchen wir auch. Aber wir haben so wenig. Ja, das ist dann nochmal eine Sache für wann anders. Da muss ich wirklich in dieses Bienending nochmal rein. Um ein bisschen was zu holen. Kerzen. Kerzen, ja. Kerzen könnten wir auch gut gebrauchen. Okay. Ansonsten haben wir noch was. Hier bei den Sachen vielleicht. Nein. Auch nicht. Huch. Ah, hier auch nicht, ne? Ne, 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 ne. Okay. Ah, die Köpfe. Ja. Passt aber jetzt gerade auch keins. Passt eher dann ins Hotel oder zu den crazy Wissenschaftlern. Wissenschaftlern. Laufe ich denn hin? Wie blöd. Hab mich schon wieder verlaufen in der Insel. Es ist echt nicht so groß und ich verlaufe mich trotzdem. Ja, gut, ich habe heute aber auch eine Ausrede. Mir geht es nicht ganz so gut. Vielleicht hört man es auch ein bisschen. Wenn, dann tut es mir leid. Irgendwie fällt es mir heute schwer zu reden. So, machen wir das. Dann nehmen wir weiße Kerzen. Ja. Und vielleicht so. Machen wir hier eine Laterne rein. So. So. Ich habe die Betten nicht mitgenommen. Gut, ich habe aber gerade eh keinen Platz dafür. Also ist das egal. Oh, das ist ja perfekt. 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 Perfektino. Perfektino Valentino. So, genau. Aber da lasse ich in der Mitte frei, damit sie sich auch hinlegen können und dann nicht irgendwie verbuggt sind. Das passt. Hätte ich gesagt, hier mal so ein Doppeltisch hin. Und auch mal andere Stühlis. Machen wir das so. Und da kommen Kerzen hin. So. Ja, wie gesagt, da kommt dann noch mal ein Bettlein rein. Ein Bettlein. Nehme ich mir mal die hier. Komm, vielleicht mal ein Doppelbett? Vielleicht mal ein Doppelbett wäre vielleicht cool. So hinkommt. Hat vielleicht auch mal was. War das jetzt die Frage? Das weiß ich gerade nicht mehr. Das weiß ich gerade leider nicht mehr. War das so, dass ich jetzt hier einfach... Ja. Ja, dann machen wir das safe so. Dann brauchen wir mehr Bücher. Ja. Jetzt habe ich ein Bücherregal dafür geopfert. Ich bin auch so blöd. Wollen wir uns auch mal Bücher? Dann, wir brauchen eh Betten. Wir brauchen viele Betten. Am Anfang ist es nur wichtig, wenn wir zwei Villager haben,
dass beide Farmer sind. Oder zumindest einer davon ist Farmer, weil wir sonst nicht vermehren können. Das ist natürlich blöd, wenn man ja, ihr wisst schon. Ich bin zu blöd gerade heute zum Reden, also es tut mir echt leid. Heute bin ich zu blöd zum Reden. Das ist krass. Es fehlt mir ein, ja, komm. Dann packe ich das rein, weil dann habe ich wieder Platz für noch eins. Gut. Ach, Betten. Mann. Bleed. Muss ich Craftinos? Sagt, dass wir dann hauptsächlich Türkis machen. Einfach weil wir eh blaue Dächer haben und unsere Insel eh auf so Türkis geht. Von daher machen wir das auch. Aber ich glaube erst am Ende. Das verbraucht so viel Platz. Und kriegen wir jetzt eh nicht richtig gecraftet. Deswegen muss ich jetzt mir die Betten einfach denken. Was habe ich denn hier eigentlich? Hier habe ich die Braustelle drin. Gut. Okay, von mir aus. Hier wollte ich noch das machen. Dann hauen wir dich weg, weil dann können wir dich dahin platzieren und dann dich da drauf. Oh, in die Kommode kann man sogar Sachen reinpacken, wenn es wäre. Also, wo brauche ich jetzt persönlich nicht, weil. Was will ich denn da reinpacken? Aber, ne? Ist trotzdem gut zu wissen. So. Damit ist die Frage, haben wir es dann hier hinten auch geschafft? Wie gesagt, hier ist der Tresen. Hier kommen die Betten rein. Ich glaube, hier machen wir einfach nochmal so ein Bücherregal. Achso, ja. Warum nicht? Passt. Draußen sollen die sowieso eher arbeiten, aber dennoch kann ich ihnen hier so ein paar Arbeitstische hin platzieren. Plus dann die hier. Platte. Da kann man dann den Fisch verarbeiten. Zum Beispiel. Weiß ich ja nicht, was sie dann vorhaben. Wie die das machen wollen. Soll mich dann auch nichts angehen. Und selbst wenn das hier unten nicht funktioniert, dann kommen die dann hier ran. Sprich, dass die auch wirklich an der Arbeitsfläche arbeiten. Deswegen lasse ich es jetzt, glaube ich, erst auch mal so. Jo. Gut, bis auf die hier. Weiß nicht, die finde ich ganz schick da so noch. Passt. Dann haben wir das soweit auch. Hier hinten. Können wir noch mal Gerzis hin platzieren. Genau, hier kommen noch zwei hin. Eigentlich könnte ich auch hier eins hin machen, da eins hin machen. Weil warum sollen die zusammen in einem Bett schlafen? Ich glaube, macht noch mal ein bisschen mehr Sinn. Gut, haben wir das auch? Da kommst du hin. Ah, genau, ich muss mir die Betten wieder denken. Kein Problem, kein Problem. Auch wieder einfach eigentlich. Hier nach Tisch. Ist
Hier drei Kerzen. Da drei Bücher. Mit den Bildern ist ein bisschen blöd, weil ich die genau so gebaut habe, dass wir nicht viel Variation hier drin haben dann. Ja gut, es muss auch irgendwie so gehen. Hätte ich jetzt gesagt. Ah ja, da bin ich mir nicht sicher. Ne, ich brauche jetzt auf jeden Fall keinen Bogen. Brauche keinen Bogen. Bücherregal vielleicht schon noch. Und maybe, ja gut, ich brauche noch so viel. Brauche ich eine größere Leiste, damit ich nicht die ganze Zeit hin und her switchen muss. Ah, wurscht. Das klappt auch so. Huch. So. Bildli. Bildli hierhin. Junge, was sind denn da für coole Bilder dabei? Richtig coole neue Bilder. Aber da möchte ich ein Zweier zur Seite haben. Und hätte gesagt, dass hier vielleicht in Anführungszeichen die Schmiede wohnen. Deswegen das. Wir haben zwar keine Bergbauleute, weil es wird mehr passen, aber man erkennt, was ich davor habe. So, dann. Mache ich so einen Dreiertisch mal? So einen Dreiertisch mit da einem Stuhl und so einem Stuhl vielleicht? Hier in dem Bücherregal. Da zwei Büchern. Da nochmal eine Kerze. Jo. Gut. So, dann haben wir das abgeschlossen. Dann müssen wir uns wieder darum kümmern, was noch an der Wand passiert. Puh, aber auch da finde ich es gerade schwierig in dem Haus. Deswegen lasse ich es mal so. Das ist halt unmöglich, da die so klein sind, dass ich da wirklich krass was mache. Wichtig ist einfach nur, dass wir die Anzahl an Betten dann haben. Damit das stimmt. Jetzt haben wir vier kleine. 5, 6, 7, 8, 9 kleine noch. Pferdestall ist noch nicht ganz fertig. Wir brauchen noch die Bienen. Die Imker brauchen wir noch. Restaurant steht. Das Hotel, da kommen dann natürlich die fehlenden Betten noch rein. Bücherei haben wir fertig. Schmiede haben wir fertig. Sägewerk, beziehungsweise die Werkstatt. Das wird nochmal ein großes Projekt. Dann fehlt uns rein theoretisch noch der Metzger. Ich kann heute auch wieder nicht so lange aufnehmen. Deswegen werde ich, glaube ich, jetzt gerade auch nur diese Folge machen und unseren Villager-Freund rausbringen. Ich glaube, den holen wir uns zurück. Stärketrank war das, ne? Oh Gott, bitte sag, das war ein Stärketrank. War das, muss ich erst den Trank werfen und dann den Apfel geben? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Warte mal, Leute, ich schau mal ganz kurz nach. Mache ich da kurz einen Cut rein. Und dann machen wir das noch als grünen Abschluss. Hätte ich gesagt. Also, bis gleich. Okay, Leute, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Und es war ein Schwächetrank. Und wir haben vier davon. Okay. Gut. Warum auch immer, aber ey. Warum auch immer. Ich habe mich irgendwie erinnert, dass man
eben nicht Schwächen, sondern sozusagen Stärken, weil das dann umgekehrt ist und ach, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich das auch komplett einfach eine falsche Erinnerung, weil muss ich ja irgendwie. Von dem her. Wir gehen jetzt hier rein. Darauf. Hallo, Kollege. Gib dir einen Schwächetrank und ein Apfel. Und dann haben wir den ersten Lichar auf der Insel. Der jetzt gerade noch ein Oceana ist. Aber hey. Erinnert ihr euch noch? Ist auch schon wieder. Das ist schon wieder 1,5 Monate fast her, ne? Wieder da. Was heißt, er ist wieder da? Er ist normal. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Komm raus. Hier, komm. Ja. Nein, nicht da hinten hin. Du willst doch die Freiheit wieder genießen. Kolleg Fisch. Komm raus. Ja, komm. Ja. 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 Jetzt sucht ihr nur noch ein Haus aus oder so. Und wehrt deinem guten Kollegen. Ja, dann sucht den Job. Hab hier genügend. Genügt. Genügend. Hier, da, hier ist gleich die Farm. Gehört dir. Du kannst der Chef davon werden. Ja, komm. Ja, komm. Sag mal, bist du verblödet oder bist du verblödet? Na gut, Leute. Ich glaube, wir müssen ihm einfach ein bisschen Zeit lassen. Ich meine, er war jetzt hier, keine Ahnung, wie viele Tage als Zombie da unten eingesperrt. Exakt, was mit ihm passiert und wie es weitergeht, seht ihr dann in einer neuen Folge. Und ich nehme dann wieder neu auf, natürlich. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Lasst mir gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar oder ein kostenloses Abo. Ich freue mich über jede Interaktion, die ihr mir gebt. Und damit zeigt ihr mir auch, dass ich bei euch ankomme. Und es würde mich sehr freuen. Wie gesagt, ich bin für alles offen. Fragt mich gerne Sachen. Ja. Wie gesagt, traut euch. Ich weiß nicht. Bin sehr, sehr dankbar. Ansonsten hören wir uns in einer neuen Folge von Better Minecraft. Bis dahin. Bleibt gesund, haut rein. Und ciao, ciao.